Ich habe es mir wirklich billiger vorgestellt. Also dass es billo aussieht, aber es sieht eigentlich schon, wenn man guckt, echt nice aus. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir auf meinem Kanal. Heute mal wieder eine Handyperspektive, es tut mir leid. Ich wollte jetzt nicht inaktiv sein. Folgt mir gerne auf Instagram, dann wisst ihr Bescheid, wann ein Video kommt. Und dann wisst ihr auch, worum es in diesem Video geht, und zwar um Optik-Tuning. Dafür seht ihr hier schon zwei Monster-Energy-Flaschen, beziehungsweise Dosen. Und ja, wir versuchen jetzt mal ein kleines Optik-Tuning zu machen. Was habe ich vor? Und zwar brauchen wir erstmal eine Monster-Energy-Flasche, am besten auch eine Farbe, in der der Roller ist. Wir haben jetzt hier einmal grün und einmal rot. Ich werde rot benutzen, das heißt, die grüne brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und ja, seht ihr hier meinen Auspuff, und wir wollen das jetzt sozusagen die Dose schneiden und die um den Auspuff rummachen. Ich habe einen rot-schwarzen Roller. Das Ganze nehme ich übrigens mit einem Gimbal auf. Dafür nochmal vielen lieben Dank an MDK Luca. Die Dose fährt sich schon weg. Ja moin, windig heute. So, deswegen nochmal vielen Dank an Luca, der mir den Gimbal hier zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise mir gegeben hat. Und ja, jetzt schneiden wir die Dose erstmal zu und waschen die erstmal aus, denn da ist jetzt noch ein bisschen, ja, hier sieht man es, ein bisschen Energy noch drin. Deswegen waschen wir die jetzt erstmal aus und danach geht's weiter. Ausgewaschen, sollte es sauber sein, kommen ein paar Tropfen raus, war scheißegal. Jetzt brauchen wir erstmal ein Cuttermesser, empfehle ich euch zumindest. Und hierbei könnt ihr euch ruhig Handschuhe anziehen. Wer jetzt sagt, Digga, was laufst du für Handschuhe, wir schneiden nur eine Dose, da habt ihr keine Ahnung vom Läden, weil Aluminium ist einer der schärfsten Dinge, die ihr, da könnt ihr eure Finger fühlen, ich sag's so, wie es ist. Also Aluminium, sehr, sehr scharf, deswegen passt auf jeden Fall auf, wenn ihr das gleich schneidet, ihr kennt es ja selber, wenn euch hier irgendwas abbricht oder der Deckel, der ist auch hier rund, fucking scharfkantig. Und ja, jetzt schneiden wir die erstmal und dann. Boah, Digga. Alter. Scheiß Wespe. dann geht's los. How heavy is that? Light work and the bass on the track, on my face in the back, like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes and the fun all the way to the. So, wenn ich jetzt geschnitten habe, soll die so aussehen, bisschen krückelig. Einmal die zwei Teile hier, wie ihr gesehen habt, abgeschnitten. So, und die braucht ihr jetzt nicht, die könnt ihr wegschmeißen. Wann kriegt ihr, glaube ich, nach dem Video von eurer Dose auch nicht mehr. Jetzt schneiden wir die noch einmal hier auf. Einmal so. Das machen wir aber von der Rückseite, weil wir das Logo von der Energy-Dose natürlich behalten wollen. Und das ist dann ja auch das, was auf dem Auspuff draufsteht. Weil, wie gesagt, ihr müsst echt aufpassen. Ey. Aluminium ist echt scharf. Das kann ich echt mal ins Herz legen, da ein bisschen aufzupassen. Weil damit wollt ihr euch nicht schneiden, vertraut mir. Jetzt schneiden wir noch einmal hier lang. So, haben wir jetzt auch gemacht, und ja, jetzt müssen wir das eigentlich nur um den Auspuff und um den Endtopf wickeln, und dann war es das auch schon von dem Tuning. Ob es nachher geil aussieht, weiß ich nicht, habe es noch nie gemacht, habe es mal auf YouTube gesehen, daher auch die Idee. Und bei manchen sah es halt echt krüppelig aus, weil die Dose einfach von den Farben ja auch gar nicht zum Roller gepasst hat. Da ich aber einen roten Roller habe, kann ich noch mal kurz zeigen. So, den Gimbal mal bewegen, zapp. Ihr seht, hier habe ich auch einen roten Roller. Ne? Und ja. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Dose. Und jetzt müssen wir es nur um den Auspuff machen. Jetzt sind wir beim Auspuff. Hier übrigens, den EXM2S. Sieht man jetzt ganz gut. Und hier ist die Hülle. Die müssen wir jetzt eigentlich nur noch. Ich stelle mal den Gimbal kurz hin und lasse ihn hier nach oben fokussieren. So. Müsstet ihr den eigentlich nur noch hier rummachen. Das sieht eigentlich schon ganz nice aus. Ich habe hier das hier schon mal ein bisschen locker gemacht, damit das
hier drunter schieben könnt. Vielleicht sieht man es jetzt so ein bisschen besser. So, dann könnt ihr es nämlich da unten ein bisschen reinschieben. Das natürlich dann wieder nachher festziehen, dieses hier. Und ja. So, ist es auf jeden Fall dran. Hier kann man natürlich auch ein bisschen sorgfältig abschneiden hier. Ich habe es jetzt ein bisschen auf schnelle Welle gemacht. Aber wenn ihr euch der Mühe gebt, dann kann das Endprodukt auf jeden Fall echt sehen lassen. Ich finde, es sieht nice aus. Man kann auf jeden Fall noch eine Dose hier hinten machen. Da jetzt nur der Endtop hier hinten so ist. Aber ich finde, ich habe es mir wirklich billiger vorgestellt. Also es ist billo aussieht. Aber es sieht eigentlich schon, wenn man guckt, echt nice aus. Ihr könnt ja einfach mal selber in den Kommentaren abstimmen, wie ihr es findet. Mit besser oder ohne. Natürlich sieht das so jetzt schon echt geil aus. Nur hier vorne wird geil, wenn man da noch was hätte. Und ja, nimmt man nächstes Mal einfach zwei Dosen. Weiß ich jetzt, kann man nächstes Mal besser machen. Und ja, ich finde, jetzt gibt es noch einen kurzen Porn davon. Und dann war es so schon vom Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Folgt mir auf Instagram, da kommen alle neuen Updates von der GoPro und so weiter und so fort. Und ja, viel Spaß noch mit dem kleinen Porn. Come and come.